über 50.000 Euro verdient. Hier sehen wir sie. Und jetzt mit diesem Geld leistet sie sich richtig was, ein neues Auto und auch einen tollen Urlaub. Und das alles ohne Arbeit verdient, völlig legal. Dieser Mann hier hat das auch probiert. Tatsache, und Tobias Schrödel verrät Ihnen auch gleich, wie das eigentlich funktioniert mit diesem ominösen Reichtum aus dem Internet. Machen wir gleich nach der Werbung. Willkommen zurück bei SternTV und willkommen in der Niedrigzinsphase. Das heißt, im Klartext, sparen können wir uns zurzeit ja eigentlich alle sparen. Schon vor 5 Jahren sind ja die Sparzinsen unter 1% und noch tiefer gerutscht. Glücklich ist, wer damals, also 2013, 100 Euro in Bitcoin investiert hat, in diese etwas seltsame virtuelle Internetwährung. Die waren nämlich in diesem Jahr durchaus schon rund 1,5 Millionen Euro wert. Hätten die das von StarTV nicht einfach mal rechtzeitig sagen können. Nun, auch wir haben diese Entwicklung nicht geahnt, aber wir wissen, das Bitcoin-Geschäft ist durchaus nicht unheikel. Steffen Pieper erklärt es uns und zeigt, warum manche mit Bitcoins regelrecht reich wurden. Neues Auto. Urlaub. Sie hat durch Bitcoin richtig abgeräumt. Ihr Gewinn über 50.000 Euro. Da habe ich sonst ein ganz über ein Jahr für arbeiten müssen für dieses Geld, ja. Das ist natürlich schon schön. Andere haben Pech, als der Bitcoin-Kurs um knapp 70% einbricht. Da ist auch der Totalverlust möglich. Viel Geld reingesteckt, am Ende alles verloren. Alle reden über Bitcoin. Doch was steckt eigentlich dahinter? Kennen Sie Bitcoins? Was heißt Bitcoin? Das sind auch Münzen. Irgendwas mit Münzen. Coins sind ja Münzen. Ja, also irgendwie eine Währung, die es aber nicht wirklich gibt. Ist eine Währung, mit der man wohl im Internet bezahlen kann? Bitcoins gibt es nur virtuell. Es gibt weder Münzen noch Scheine. Erzeugt werden sie auf einer Menge Computer. Diese kommunizieren weltweit miteinander und stellen ihre Rechenkapazität zur Verfügung, um komplizierte Rechenaufgaben zu lösen. Durch dieses sogenannte Schürfen entstehen Bitcoins. Angefangen hat alles 2008, während der Finanzkrise. Die Idee hinter Bitcoin: es gibt keine Zentralbank und die Anzahl der Bitcoins ist begrenzt. Maximal 21 Millionen Bitcoins wird es geben. Bitcoin haben keinen physischen Gegenwert. Da liegen also jetzt nicht irgendwelche Goldreserven in irgendwelchen Banktresoren. Da haben sich einfach viele, viele Menschen darauf geeinigt, dass diese Coins einen Wert haben. Die Technologie hinter Bitcoin heißt Blockchain. Man kann sich diese wie einen öffentlichen Kontoauszug vorstellen. Dort wird jede Überweisung von Bitcoin weltweit festgehalten, für jedermann einsehbar. Das schützt vor Manipulation und Hackerangriffen. Wenn ich mit Bitcoin bezahlen möchte, ist dieser Vorgang zudem verschlüsselt. Das heißt, niemand weiß, welche realen Personen hinter einer Bitcoin-Zahlung stecken. Bitcoins werden deshalb gerne zum Kauf von illegalen Waren genutzt. Bitcoins sind tatsächlich erstmal groß geworden im sogenannten Darknet, wo es also darum ging, Dinge zu kaufen, die jetzt ehrlich nicht ganz legal sind. Da reden wir von Drogen und teilweise auch Waffen und ähnlichen Sachen. Das hat sich angeboten, weil eben jede Bezahlung hochgradig anonym ist. Aber nicht nur illegale Waren kann man damit bezahlen. Immer mehr Menschen wollen Bitcoins besitzen. Der einfachste Weg, um überhaupt an welche zu kommen, ist, diese auf sogenannten Handelsbörsen im Internet zu kaufen. Bezahlt wird mit echtem Geld. Wie das funktioniert, weiß Tobias Schrödel. Auf dieser Handelsplattform habe ich mir jetzt einen Account eingerichtet, den ich mit meinem Bankkonto verknüpft habe, und jetzt kaufe ich mal Bitcoins ein. Der Wert des Bitcoin unterliegt starken Schwankungen und hängt davon ab, wie viele Menschen Bitcoins kaufen und verkaufen wollen. Als Tobias Schrödel Bitcoin kaufen möchte, liegt der Wert bei rund 6.400 Euro. Er kauft einen Teil eines Bitcoins, denn auch das geht. Für 0,02 Bitcoin muss er 128 Euro hinlegen. Seine Anteile sind dann in seinem sogenannten Wallet, passwortgeschützt, gespeichert. Das ist nichts anderes als eine digitale, eine virtuelle Geldbörse, in die meine Bitcoins eingetragen werden. Die kann ich als App auf meinem Handy haben, auf dem PC. Mit diesen Bitcoins in seinem digitalen Portemonnaie kann Tobias Schrödel in einigen Online-Shops einkaufen. Doch taugt Bitcoin auch als alltägliches Zahlungsmittel? Dieses Münchner Café bietet Bitcoin als Zahlungsmöglichkeit an. Zahlen bitte schön.
Und zwar, ich würde gerne Bitcoins haben. Ja, gerne. Ja? Geht bei uns, ja. Sehr schön, das freut mich. Sie hatten einen Cappuccino. Genau, so ist es. Das wäre 3,20 Euro. Perfekt. So, und dann müssten Sie mir hier den QR kurz scannen. Zack. Zu den 3,20 Euro kommt dann noch eine Transaktionsgebühr von umgerechnet 1,36 Euro hinzu. Heißt, der Cappuccino kostet fast 5 Euro. Denn je schneller die Überweisung ausgeführt werden soll, desto höher ist die Gebühr. Sehr schön, jetzt ist was da. Hier wollen wir natürlich, dass das Geld sehr schnell da ist, weil sonst muss ich warten, weil er nicht weiß, ob er sein Geld sonst sicher hat oder nicht. Deswegen ist die Gebühr so hoch. Die Gebühren waren früher niedriger. Inzwischen zahlt kaum jemand mehr mit Bitcoins, weiß Kaffeebesitzer Oliver Jäger. Seit rund einem Jahr bietet er die Zahlungsmöglichkeit an. Es gab richtige Gruppen, die gekommen sind, um dann zusammen in Bitcoins zu zahlen. Und aktuell wirklich bei null. Also seit Monaten hat bei uns keiner mehr gezahlt. Fazit: Als alltägliches Zahlungsmittel ist der Bitcoin eher ungeeignet. Doch warum wird er immer beliebter? Viele Leute sehen das als Anlagewert. Möglichst billig kaufen und möglichst teuer verkaufen. Das ist momentan der Hype und deswegen steigen so viele auf Bitcoins ein. So wie Berit Olavore aus Krefeld. Vor 1,5 Jahren fängt die gelernte Verwaltungsfachangestellte an, in Bitcoin zu investieren. Ein Freund erzählte ihr davon. Ihr Interesse war sofort geweckt. Und dann habe ich gedacht, das guckst du dir jetzt mal an. Und habe mich dann schlau gemacht über Videos, über Seiten, die ich mir angeguckt habe. Und habe dann ganz klein mal angefangen. Bis Mai vergangenen Jahres kaufte sie sich für rund 10.000 Euro insgesamt 7 Bitcoins. Diese lässt sie dann auf ihrem Konto liegen. Monate später steigt der Wert des Bitcoin plötzlich und auch Berits Anteile werden immer wertvoller. Gerechnet habe ich damit natürlich nicht. Ich habe darauf gehofft. Als der Kurs bei 13.000, 14.000 war, habe ich angefangen zu verkaufen. Ganz einfach, weil ich mir gedacht habe, da solltest du jetzt Gewinne mitnehmen, egal wie er sich noch weiterentwickeln kann, aber es war schon ein ordentlicher Gewinn. Auf in den Bitcoin! Über 50.000 Euro gewinnt sie durch den Verkauf. Freundin Mareike ist die Erste, die von Berits Glück erfährt. Wir waren natürlich immer in ständigem Kontakt. Und ich habe ja auch mitgefiebert, ich habe auch immer geguckt, wie der Bitcoin steigt. Und dann sagte sie mir eines Tages, ja, ich habe verkauft und ich habe einen tollen Gewinn gemacht. Und da habe ich mich super drüber gefreut. Mit einem Teil des Gewinns hat sich die 49-Jährige ein neues Auto gekauft und ihren Urlaub finanziert. Berit hat Glück gehabt, denn wenige Tage nachdem sie verkauft hat, stürzt der Kurs ab. Innerhalb von knapp 7 Wochen verliert der Bitcoin rund 70% an Wert. Es herrscht Panik in der Bitcoin-Welt. Tobias Schrödel kennt die Gefahr, die hinter der Spekulation mit Bitcoin steckt. Wenn es blöd läuft, haben die morgen überhaupt keinen Wert mehr. Das heißt, für Anleger, da ist auch der Totalverlust möglich. Viel Geld reingesteckt, am Ende alles verloren. Aber noch hat er seine Bitcoins, der Tobias Schrödel. Und bei uns ist auch Sarah Zinecke. Herzlich willkommen, Geldanlage-Expertin von finanztipp.de. Und deswegen muss ich fragen, ist denn Bitcoin eine empfehlenswerte Geldanlage oder kann der Totalverlust jederzeit drohen? Also es ist tatsächlich so, wer in Bitcoin investiert, kann und muss damit rechnen, dass er alles verliert. Mhm. Und das ist auch, kann man ganz leicht erklären. Also stellen Sie sich vor, die ganzen Spekulanten, die jetzt in den letzten Wochen, Monaten unglaublich viel noch investiert haben, die ganzen Kleinanleger, die dann auch noch mit reingegangen sind. Stellen Sie sich vor, diese Spekulanten sagen jetzt, ach, wir machen jetzt lieber was anderes, es gibt irgendwas anderes Spannenderes. Oder Trump sagt, wir regulieren das jetzt alles und alle haben Angst und gehen raus, machen was anderes. Was passiert? Die verkaufen ihre Bitcoins, der Kurs geht nach unten, die Kleinanleger kriegen Panik, verkaufen auch, Kurs geht weiter nach unten. Heute hat es auch wieder ordentlich gewackelt, der Kurs, ja, oder? Absolut. Also ich habe gerade noch eine Zahl mit dabei oder hier so eine kleine Grafik. Allein heute ging es teilweise bis zu 8% runter, jetzt sind wir bei knapp 7%, die heute innerhalb von einer guten Stunde verloren wurden. Und wir sehen hinten auch die Grafik. Das ist von 100 Euro sind erstmal 8 weg. Genau, und dieser Wettlauf nach unten, man weiß nicht, wann der aufhört und der letzte Anleger, der dann dran ist, der hat dann im Zweifel nichts mehr. Sie hören aber Ihren eigenen Warnungen, glaube ich, nicht richtig zu, denn Sie haben selber investiert in Bitcoin, oder? Ja, naja, 100 Euro. 100 Euro. Um es mal auszuprobieren, richtig. Okay, also wer so Spielgeld da reinstecken will, auf das er im Zweifel auch verzichten kann, ist da vielleicht tatsächlich ganz gut aufgehoben. Aber es ist ja kein Geld, mit dem ich tatsächlich im Alltag noch klassisch bezahlen kann. Also bei den Transaktionsgebühren im Café, die wir gerade gesehen haben, macht das gar keinen Sinn. Würden Sie denn von einer Währung überhaupt reden? Ist das eine Währung im klassischen Sinne? Ich würde nicht von einer Währung sprechen.
ganz einfach, eine Währung hat zwei ganz wichtige Funktionen. Das eine ist tatsächlich, dass man mit ihr bezahlen kann und zwar uneingeschränkt überall. Das ist mit Bitcoin im Moment nicht möglich. Kein Mensch weiß, ob das irgendwann mal in der Form möglich sein wird. Das heißt, ihre Miete, ihre Steuern, die wichtigen Dinge, Ausgaben im Alltag, die kann man mit Bitcoin nicht bestreiten. Darauf sollte man sich nicht verlassen. Und man kann auch nicht einfach zur Bank gehen und jetzt mal eben eintauschen in Euro, ne? Also nee, so einfach geht das auch nicht. Nee, man muss an die Börse eigentlich. Was ist denn mit Ihren 0,02 Bitcoin minus einem Cappuccino? Die haben Sie ja noch, ne? Die haben wir noch, genau, natürlich. Ich habe 128 Euro dafür bezahlt. Dann habe ich diesen Cappuccino gekauft, der für München noch relativ billig war, trotz dieser Transaktionsgebühr. Und momentan sind sie noch bei 151 Euro. Also ich habe tatsächlich noch ein bisschen mehr. Also wenn Sie mal nach München kommen, ist noch ein Cappuccino auch für Sie drin. Okay.